der Sinn von einem Bagel, den habe ich noch nicht verstanden. Es ist ein Brötchen, aber hat ein Loch. Ja, genau. Es ist also schwieriger zu schmieren. Ja, aber wenn du Glück hast, kannst du das Loch halt komplett ausfüllen mit Peanut Butter. Ne? Ja, und ich sonst? Ich habe keine Lust mehr auf diese Scheißstunde. Hatte ich auch schon keinen Wasserhahn wie wir. So einen, wo man nicht sicher ist, was der letztendlich wirklich kann. Genau. Ja, ja. Das sieht aus wie ein Joystick, weil es verbogen. Ich dachte, es wie ein Joystick, aber war gar nicht so. Ne, ja, unser war halt verbogen zu einer Seite und dann wusste man nicht sicher, wo jetzt was ist. Ja, ich habe gerade noch 5 Minuten gebraucht, bis ich das eingekriegt habe. Und dann ist aber was von unten angegangen. Ja, aber dann muss man diesen Hebel und der ist aber nur wieder zurückgerutscht. Also, ja, genau, bei uns war zu wenig Feuer. Dort, das war bei uns auch gekriegt. Ich habe erstmal nur auf warm gedreht, dachte ich, das traue ich den Amis zu, dass sie nur aber schnell, also viel heiß machen oder wenig kalt. Das habe ich auch erst gedacht. Das habe ich dir zugetraut. Das kann nicht sein, da habe ich ihn. Wie weit ist der Fahrradladen weg? 7 Blocks. Blöcke. Blöcke. 7 Blocks. 7 Blocks. 7 Blocks. 7 Blocks. Willst du mal deine Erwartungen an den Tag kundtun so? Also erstmal meine Erwartungen ans Pancake. Also ich glaube, das Pancake ist ein Ei. Und zweitens, glaube ich, das ist ganz schön geil. Das hat gerade ein Mexikaner für mich gekocht. Ja. Wir fahren ja jetzt gleich irgendwie Rad, ne? In die Golden Gate Bridge, wenn ich das richtig verstanden habe, und in die Redwoods und dann da, wo Planet der Affen, ne, mit den Affen und den Speeren. Und wo die Brücke eingestürzt ist da. Genau, wo die Brücke, egal, die sperren die Brücke doch irgendwie und dann ist doch Nebel und dann rennen die ganzen Affen da rüber. Wird geil. So, dann. Das Gleiche. Sehr geiles Essen. Das ist schon alles vernichtet. Ja, das ist nicht alles meins. So zu fressen bin ich auch nicht, wenn man es auch loben könnte. Das ist der Kuchenteller. Ja, ja. Also Höhe macht uns das jetzt mal aus, wir sind trainiert hier. Ja. Höhentraining haben wir schon hinter uns. Ich glaube, noch Pampe dabei letztlich heute. Simon startet gerade seinen dritten Teller. Nee, zwei. Eins, zwei, drei. Ich sehe drei. Ja, auch drei. Ja, aber zwei Teller, ja. Aber dritten Teller insgesamt. Das zählt nicht. Simon hat viel Spaß am Abwaschen. Nur Vorspeisen. Ach, fuck. Ja, ist jetzt eigentlich 8:58. 9 Uhr war die Abfahrt angesetzt zu Blazing Saddles. Situation ist wie üblich. Wir sind noch nicht mal halb mit dem Frühstück fertig. Aber darauf muss ich mich hier gewöhnen. Simon fängt gerade erst an. Simon fängt gerade erst an, okay. Sven, was ist hier los? Ja, also ist natürlich bei Simon und mir ein bisschen schwieriger mit den Fahrradgrößen. Ist halt nicht ganz optimal, aber. Ja, aber wir kriegen das hin. Das läuft. Wir fahren jetzt 29er. Ich bin ein Upgrade bekommen und ich kann gerne mehr meine Größe halten. Also rauf aufs Fahrrad und ab die Post. Der Sven Kyrstowski hatte die glorreiche Idee, diese Tour zu machen. Simon hatte er natürlich mit dem einzigen Wort Fahrrad schon voll überzeugt. Aber so nach und nach ergab es sich, dass jeder von uns sich individuell und bewusst dafür entschieden hat, diesen Höllentrip mitzumachen. Das wird auch noch wichtig für den späteren Verlauf der Geschichte. Als Tagesziel angesetzt waren die Muir Woods. Das ist ein kleines Wäldchen, in dem sich viele dicke Mammutbäume befinden und eine absolut atemberaubende Natur zu finden ist. Und das wollten uns natürlich alle nicht entgehen lassen. Also, raus aus den Bergen der Stadt, dann über die Golden Gate Bridge und rein in die Berge der Umlande. Das war der Plan. Erst ging es auf direktem Wege Richtung Wasser. Nicht nur, weil es sich da viel leichter fährt aufgrund der nicht so ständig krass wechselnden Steigung der Innenstadt. Nein, auch weil es da viel schöner ist, mit der Aussicht auf die Bucht.
Die Sicht war am Morgen noch recht neblig. Auch die Golden Gate Bridge war noch in diesem Schleier verhangen. Trotzdem sind wir an jedem möglichen Fotospot angehalten. Und naja, man erledigt dann so, was man als Tourist eben so erledigen muss. Fotos machen. Dann ging es endlich rauf auf die Golden Gate Bridge. Erwartungsgemäß war ganz schön viel los, viele Touristen unterwegs. Naja, was hätte man noch anderes erwartet bei so einer Weltattraktion? Wie schon gesagt, mit dem Wetter hatten wir nicht so viel Glück, aber so viel kann schon verraten werden, auf dem Rückweg war es deutlich besser. Da hatten wir deutlich besseres Wetter oder deutlich bessere Aussicht, sodass eigentlich die Rückfahrt das Highlight des Ganzen war. In jedem Fall hat diese Brücke, die die Bucht von dem Ozean trennt, ihren Ruhm verdient. Sehr mächtiges Bauwerk und absolut ikonisch. Als wir auf der anderen Seite angekommen waren, ging es sofort scharf links und vor allen Dingen auch steil über den erstbesten Berg, den wir finden konnten. Ein Gebirge, das sich eigentlich eher zum Wandern eignet, anstatt zum Fahrradfahren. Es ist eigentlich daher schwer zu sagen, was uns denn tatsächlich den Atem raubte. Entweder die wirklich sehr anstrengenden Aufstiege oder vielleicht doch die atemberaubende Natur. Was das angeht, zeichnen sich auch schnell die Unterschiede in der Gruppe ab. Manche von uns, die an das Fahrradfahren und an das Mountainbiking gewöhnt sind, denen ging alles viel zu langsam. Und für sie konnte das Hochpesen über den nächsten Berg gar nicht schnell genug kommen. Für einen anderen Teil der Gruppe allerdings schwand die Kraft an den Beinen auch sehr schnell. Und durch die immer schwerer werdenden Beine tatsächlich und dem Gemecker der Spitzensportler, dass immer alles zu langsam geht, ging dann auch so ein bisschen die Motivation bergab. Erzähl mal, was soll das Ganze? Ist geil, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich verdiene zu wenig für den Scheiß hier. Ja. Aber die Abfahrt, die... Kirsch, ich will die Gehaltserhöhung. Das geht so nicht weiter. Das geht nicht. Niklas, du kriegst auch eine extra Banane. Ja, geil. Eine extra Banane, ja. Mit Peanut Butter? Ja. Nee, haben wir nicht. Ja, das wäre geil. Ja, wir sind gerade gefühlt 10 Millionen Milliarden Höhenmeter, Höhenfoot gelaufen. Und dann sind wir schön abgefahren. Die Abfahrt war geil. Also ich würde sagen insgesamt. Aber auch, die Abfahrt war den Aufstieg nicht wert. Also ja, finde ich auch. Also gefühlt sind wir quasi 3 Stunden gefühlt bergauf gefahren und 3 Minuten bergab gefahren. Ja, so war es wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Aber war ein schöner Ausblick. Ich finde es hier geil. Oh, so habe ich mir Amerika vorgestellt, ohne Witz. Also hier. Aber hätte es da eine Rolltreppe gegeben, hätte ich die auch genommen. Fahrstuhl und auch so. Wenn die 80 Euro, naja, komm. Nee, also ist schon cool. Cooles Erlebnis. Danke, Kirsch, hast du dir gut ausgedacht. Genau. Freut mich. Kirsch ist ein guter. Ja. Also den ersten Berg fand ich ein bisschen, ist auch erquickend zu sehen, wie ihr das feiert. Ja. Mit dieser ganzen Lebensfreude. Kann ich so nicht nachvollziehen, aber es ist echt okay. Ich zeig dir mal die Action. Zu Hause sitzen und Chips fressen. Ich bin echt wie außer von mir. Das ist krass. Ja, ihr sagt es echt ganz schlecht getroffen. Ihr seid voll außer von mir. Wie Simon hier sehen, jetzt zieht ihr einen. Hier, schau mal, ich hab schon Pipi an den Augen. Aber es lacht mich aus. Was das Schöne ist, danach feiern es alle. Und zwar auf Ewigkeiten. Dieses Erlebnis wird keiner vergessen. Warte erst mal. Morgen kommt die Landkarte. Die Bäume treiben mich an. Ich hab Bock auf Bäume. Große Stämme. Und der Rückweg ist der normale Weg. Viel? Was? Der Rückweg ist der normale Weg. Die Straße. Ja, dann ist es ja auch dunkel wahrscheinlich. Ich hab kein Licht mehr. Keiner hat Licht.
Wir haben nicht mal Fahrradschlösser, wir haben nichts zu essen und wir sind irgendwo auf dem Berg. So wie der Schwein da oben. So wir sind locker auf 400 Insekten, die uns töten können. Ja, ja, ja. Aber die haben zu viel Angst vor uns. Ja, ja. Vor Kirche, Statue. Nee, geh weg mit Schlange, ey. Will ich nicht, ich will ja keine Schlange. Ich glaube, so meinst du, dass hier so viele Schlangen sind? Keine Ahnung, aber ich habe hier eine Schlange gesehen. Können wir das als Reiseziel haben? Irgendwann dann hatten wir einen gewissen Punkt erreicht, an dem war es einfach die logische Wahl, die Gruppe zu teilen. Die eine Hälfte hatte keinen Spaß mehr auf Warten auf die Nachzügler, während die andere Hälfte der Gruppe keinen Spaß mehr an der Qual der Berge hatte. Das hier sind daher die letzten Aufnahmen von der Gesamtgruppe vor der Trennung. Ab diesem Punkt fehlen leider aus verschiedenen Gründen die Filmaufnahmen und deshalb wird jetzt improvisiert. Aufgeteilt haben wir uns also in, sagen wir mal, Team Alpha, welche weiterhin am Plan, die Muir Woods zu erreichen, festhielten, und Team Beta, welche sich jetzt auf dem Weg in einen entspannten Nachmittag an dem Küstenstädtchen Sausalito machten. Team Alpha also hatte immer noch genug Kraft in den Beinen, um die Tortur von bergauf und bergab weiterhin mitzumachen. Namentlich sind das Sina, Simon und Sven und machten sich also auf die Socken und tritten kräftig rein ins Pedal, um die großen Mammutbäume und die Muir Woods noch zu erreichen, vorzugsweise vor der Abenddämmerung. Hier übrigens ein Bild von Sven in super Zustand und das wird sich auch noch ändern. Zuerst hat sich allerdings der Zustand eines anderen Mitglieds von Team Alpha drastisch verändert. Gerade mit hoher Geschwindigkeit auf einer Abfahrt hatte Sinas Fahrrad irgendwie nicht so recht über ein Hindernis gewollt. Folgedessen ging es für Sina in die Luft, direkt über die Lenkerstange, bevor sie dann auf die Erde schlug. Zum Glück war nicht weit entfernt, mitten im Nirgendwo, in dem Team Alpha sich befand, eine Farm, bei der sie Hilfe finden konnten. Ebenfalls großes Glück hat Sina gehabt, was körperliche Schäden angeht. Man mag sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können. Mit sehr viel Glück konnte Sina mit einem Schock und einer Menge Schürfwunden über den ganzen Körper verstreut, allerdings dann direkt wieder aufstehen. Nichtsdestotrotz war die Tour an dieser Stelle für sie beendet. Ein Police Officer hat sich dann als hilfreich erwiesen, indem er das Fahrrad in seinen Kofferraum verlud und Sina mit nach San Francisco begleitete. Im Polizeiauto über die Golden Gate Bridge zurück, das ist aber auch was Besonderes. Sven und Simon haben daraufhin weiterhin Vollgas gegeben und sind in immer waldigere Gebiete vorgestoßen. Später bei den Muir Woods angekommen, war zumindest einer der beiden schon sichtlich mitgenommen, während der andere vor Energie nur so strotzte. Lange haben sie sich die Mammutbäume gar nicht angeschaut, denn es ist schon Abend geworden und sie wollten rechtzeitig wieder im Hotel sein. So kam es dann, dass die beiden im Dunkeln und fast allein über die Golden Gate Bridge zurückfahren durften, in den Lichtern der Skyline von San Francisco. Am Hostel angekommen, haben die beiden ein Foto gemacht, auf dem man deutlich sieht, dass auch Sven die Strecke unterschätzt hat. Und Simon, naja, Simon halt. Zurück auf Anfang. Team Beta war schon etwas enttäuscht, dass wir die Muir Woods nun nicht mehr sehen werden, und von dem Punkt, ab dem wir uns getrennt haben, haben wir entschieden, Lars, Niklas und Thies, dass wir uns begeben nach Sausalito.
Dort angekommen ist uns sehr schnell an der wirklich ansehnlichen Promenade ein kleiner, feiner Burgerladen aufgefallen. Besonders das waren Dinge, die uns auf dem Höllentrip gefehlt hatten. Genug Wasser, genug Essen, gute Laune. Wir waren daher heilfroh, dass wir all das finden konnten in Sausalito. Die Stadt ist auch super schön. Direkt über der wirklich malerischen Häuserfassade an der Wasserfront befanden sich in den Berg eingelassen viele schöne Häuser mit direkter Sicht auf San Francisco. Da lässt es sich leben. Zurückgefahren sind wir dann direkt am Wasser Richtung Golden Gate Bridge und haben auf dem Weg dahin noch viele tolle Fotos gemacht und haben uns frei nach dem Motto, wir lassen uns gut gehen, einen schönen Nachmittag gemacht. Im späten Abend sind wir dann zurück über die Golden Gate Bridge gefahren, haben sie unterquert und dann überquert.